Was geht? Jens Fiedler, mein Name. Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es nicht so richtig um Freelancing, aber vielleicht doch für den einen oder anderen interessant. Vor allem, wenn er halt freiberuflich vielleicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Da ist auch schon das Stichwort Schreibtisch. Ich habe mir einen neuen gegönnt. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein und dann geht's auch gleich los. Tja, Leute, 20 cm weniger Tiefe, 40 cm mehr Breite. Platz hatte ich eigentlich immer genug und das war auch eher ein Problem. Ich habe meinen Schreibtisch nämlich mehr mit Tassen, Papier, Spielen und was weiß ich nicht alles zugekleistert. Und das war recht chaotisch und man hatte nicht so das Gefühl, man kann frei arbeiten. Also vielleicht kennt das der eine oder andere. Je aufgeräumter oder strukturierter man irgendwie sein Arbeitsumfeld hat, desto unabgelenkter, ist das ein Wort, desto weniger abgelenkt kann man auch arbeiten. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, eine schmalere Tischplatte zu nehmen. Das hatte natürlich auch kostentechnische Vorteile, da wollen wir kein Hehl rausmachen. Nichtsdestotrotz fahre ich ziemlich gut jetzt damit. Seit 2 Wochen ist mein Schreibtisch sauber. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ist natürlich auch eine kleine Gewöhnungssache, aber grundlegend bin ich mit der neuen Tiefe recht zufrieden. Mein Wacom hat Platz, meine Monitore haben Platz, Tastatur, Maus sowieso und ich habe links und rechts noch so ein bisschen Platz für Gadgets, halt mein Streaming Deck oder halt auch Kamera, die ich dann irgendwie fürs Vloggen oder sowas nehme. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall voll zufrieden mit dem Ding. Aber ein wichtiger Punkt, warum ich einen neuen Schreibtisch haben wollte, war der ergonomische Stand. Tja, ich mache jetzt seit über 10 Jahren den Artist und habe halt auch so ein Wacom Cintiq und ich habe schnell gemerkt, dass es im Vergleich zu dem Intus oder halt den ganzen Display-losen Grafiktabletten einen Nachteil hat. Und zwar macht man schnell diese Haltung. Also man macht immer gebeugte, buckelige Malhaltung und einfach so die letzten 2 Jahre, wo ich halt durch meine weniger bestehende Freizeit weniger Zeit zum Sport machen gefunden habe, habe ich einfach gemerkt, dass die Muskulatur sich ein bisschen abgebaut hat, die Haltung wurde immer schlampiger. Ich habe so einen leichten Rundrücken bekommen, merke das halt auch, dass das sehr spannend, wenn ich halt mal ein bisschen gerade stehe. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das wieder auszubessern. Und ja, ich muss sagen, dieses gelegentliche Stehen kommt mir zumindest sehr zugute. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Haltung direkt verbessere, halt dann auch so irgendwie direkt malen kann und es fühlt sich auch normal an. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so angenehm ist. Ehrlich gesagt kann ich aber auch nicht lange so stehen, also eine halbe, dreiviertel Stunde. Danach tun die Füße schon ein bisschen weh. Ich glaube, da muss ich mir nochmal so eine Matte holen, auf der man sich draufstellt und die Füße ein bisschen entlasten. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das für die Rückenmuskulatur und die Haltung auf jeden Fall was bringt. Ob das jetzt langfristig halt auch wirklich einen Vorteil mit sich bringen wird, wird man sehen. Ansonsten, warum ich mich für einen motorisierten Schreibtisch entschieden habe, war ganz einfach, dass es gibt ja auch diese manuellen und mir war direkt klar, wenn ich halt immer anfangen muss zu kurbeln, da verliere ich ziemlich schnell die Lust, die Position zu wechseln, gerade wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Man macht sich ja gerne bequem und einen Knopf drücken, voreingestellte Höhe erreichen, fertig ist die Katze und dann kann es auch schon losgehen mit der Produktivität. Ja, ich muss auch sagen, im Stehen habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen besser arbeiten kann. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, weil man nicht so ganz in dieser faulen, super gemütlichen Position liegt, mit Beine hoch und so weiter. Und dann kann man da einfach ein bisschen fokussierter arbeiten. Das ist vielleicht aber auch nur ein persönliches Empfinden. Nichtsdestotrotz bin ich recht zufrieden. Das ganze Ding hat jetzt um die 400 € gekostet. Da habe ich mir natürlich noch Kabelkanäle dazu gekauft, irgendwie so eine Halterung für meine Playstation, damit die auch nicht mehr irgendwie auf dem Schreibtisch oder auf dem Schrank daneben steht. Alles schön ordentlich verpackt. Kabelmanagement ist on point. Generell bin ich zufrieden. So, solltet ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen haben, lasst doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten macht es wie typisch in 2019 und smasht den Abonnieren-Button. Aktiviert die Glocke und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!